Wer ist da? Keine Bewegung. Chloe. Nein. Ich kann die Stimmen echt nicht auseinanderhalten. Okay, oh cool. So, und da ist wieder eine Sekunde lang hier die Kamera auf sie geblieben. Übrigens, ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich sag's schon mal im Voraus, heute wird nicht viel passieren, weil ich habe eine Menge Supports, die ich mir anschauen werde. Und ja, mir gefällt das neue Intro. Ich müsste eigentlich das neue Intro hier reingeschnitten haben. Wenn nicht, Spoiler. Ja, ich muss mal irgendwie eine Abwechslung haben, ne? Kam irgendwie so komisch, wo das Lumera hier die ganze Zeit im Intro vorkam, obwohl die schon, weil nicht in dem 5. oder 6. Part schon hops gegangen ist, ne? So, ich weiß, ich muss mir immer hier angucken. Einfach nur um zu gucken, aber ich glaube, sie war neu, ne? Ich glaube, wir sind immer noch neue Charaktere. Ich weiß es nicht, wann. Ich muss es halt überprüfen. Und what is even that? Ich weiß immer noch nicht, was es ist. So, wir schreiben den Tag nach der letzten Folge. Für mich normalerweise natürlich mal alle zwei Tage hier aufnehmen, weil halt irgendwie so passt. Dann habe ich irgendwie immer 2 Stunden, 2 Parts. Das ist eigentlich perfekt. Am liebsten wäre mir ein bisschen kürzer, aber schneller geht das nicht, finde ich. Weil ich so langsam spiele und so gründlich. Von daher, ja, besser geht das nicht. Aber hey, ist ein guter Rhythmus, ehrlich gesagt. Aber heute hatte ich nicht so viel vorgenommen. Man sieht vielleicht auf der Karte, einige Gespräche freigeschaltet. Und zwar, außerdem würde ich mal kurz zum Amiibo-Pavillon gehen. Ich tue fast jeden Tag immer 5 Amiibos hier einlesen, obwohl ich nicht wirklich irgendwie was Besonderes kriege. Und ja, wir gehen hier rein, Amiibo-Pavillon, und wir gucken mal hier ein paar Kostüme. Mir ist eins aufgefallen. Ich habe nicht genug Tickets für die Anzahl der Kostüme, die noch hier übrig sind. Was ein bisschen kacke ist. Ich will definitiv Ike-Klamotten haben. Und hier sind noch so viele übrig. Ne? Wen haben wir ja noch nicht gesehen? Wir haben Byleth schon gesehen, aber wir haben noch nicht Byleth. Wir haben noch nicht entweder Erika oder Ephraim oder vielleicht sogar beide. Und wir haben noch nicht Corin, ne? Ja. Okay, diese Tickets sind aber unabhängig von der Musik. Ich will meine Musik abchecken. Oh, ist das Kampfthema von Great Söldnern. Oh, ich liebe dieses Thema. Ich weiß gar nicht, wo diese Lieder abgespielt werden. Ich nehme an, in Zufallskämpfen, ne? Kann man halt einstellen. Okay, aber das Lied ist auch gut. Das ist auch ein normales Kampfthema. Das eine Lied vorhin, das war von, wenn man in Kapitel 3 angelangt ist, von Fire Emblem Radiant Dawn. Man endlich wieder Great Söldner steuern kann. Ja. Aber das ist Linz. Das ist das Thema von Linz Story Modus auf der Weltkarte. Also auf der Weltkarte, nicht auf der Weltkarte. Erkennt ja, man ist einmal im Kampfmodus, wo man irgendwie Gegner angreift, und einmal hier, wo man die Befehle erteilen muss. Und da ist die Musik, wenn man die Befehle austeilt. Da weiß ich den Kontext nicht so genau. Ich glaube, das ist auch ein normales Ding ins Thema, ne? So gut, ihr fragt euch bestimmt, warum ich so viele Supports habe, ne? Letztes Mal war der Part ein bisschen lang, deswegen, weil ich hatte nicht so viel Zeit, hier noch irgendwie Supports und so anzuschauen. Also ich hatte wahrscheinlich Zeit, aber dann wäre der Part noch länger gewesen. Von daher habe ich halt erstmal gelassen und mir aufgespart. Dann habe ich, man sehe hier, eine Menge freigeschaltet. Ich habe natürlich hier wieder die Stelle und so was alles hier bemannt mit einigen Charakteren. Aber überwiegend habe ich Geschenke verteilt. Ich habe hier so, weiß nicht, so hübsche Kiesel und all so was, ne? Die ich irgendwie fast jeden Tag hier bekomme durch irgendwas. Und die habe ich einfach mal
auf meine Charaktere alle verteilt, weil ich hatte so viele. Ich wollte die ehrlich gesagt verkaufen, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Ich bin auch schon zum Flohmarkt gegangen, weil da verkaufen die auch Geschenke, ne? Da ich mir vielleicht gedacht, ich kann die da irgendwie verkaufen, aber nö. Das heißt, keine Ahnung. Also ich dürfte eigentlich gar keine mehr übrig haben, ne? So, ja, Schutzübel und so. Pferdedung habe ich noch nicht verteilt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie abbringt. So, so wären wir einen Tag später jetzt, ne? Hat sich das Inventar sieht immer noch gleich aus. Und ich nehme an, die sind alle für, das sind alle bestimmte gute Geschenke für einige bestimmte Charaktere, ne? Aber ja, ich kann nichts anderes mit meinen Geschenken machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich tue die halt mal alle verteilen, dann habe ich wenigstens hier Supportpunkte. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was Supportpunkte bringen, außer Gespräche. Normalerweise gehen die irgendwie so ein paar Wertebonusse im Kampf. Wenn ich zum Beispiel mit Jade hier einen hohen Support habe, dann warum ist das Spiel so am Lecken? Wenn ich zum Beispiel mit Jade irgendwie einen Support hätte und ich wäre im Kampf, ich würde im Kampf neben sie stehen, dann würde ich so ein paar Ausweich- und Trefferbonus bekommen oder andere Werte, je nachdem, was für ein Support das ist. Das ist so eine ganz eigene Mechanik hinter, vor allem bei den früheren Fire Emblem Lems. So, ich will erstmal Ike. Boah, sieht so komisch aus, wenn man keine Muckis hat. So, im Dings waren übrigens hier in diesen einen DLC Pass waren noch andere Klamotten, ja. Ich kann Leuten irgendwie Hasenohren und Hundeohren und all sowas geben. Oder das hier, genau, das hat man schon gesehen, ne? Also, das ist interessant. So, wie gesagt, ich habe viele Geschenke verteilt, ich habe viele Supportpunkte dadurch bekommen und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt alle an, ne? Wir tun diesen Part hier so ein bisschen auf die Supports hier fokussieren, ne? So, da wir gerade von Jade geredet haben, ne? B-Support, so Jade, so. Und wir lernen mal unsere Charaktere ein bisschen mehr kennen. Die Supports sind ja nicht so lange, deswegen wird wahrscheinlich nicht irgendwie eine Stunde gefüllt werden. Anders wie in Free Houses, wo ein Support irgendwie 5-6 Minuten dauern kann. Aber hier sind die ja relativ kurz. Sie hat es auf Louis abgesehen, ne? Weil er irgendwie weiß, dass sie am Schreiben ist oder so. こんなことで親友様の時間を奪いたくありません。どうぞお好きに過ごしてください。そうですね。あ、eigentlich nicht. Kommt mir so bekannt vor. So, ja, ich weiß, wie stark du bist, aber ich will trotzdem hier sein. Irgendwie so weit. Kommt mir bekannt vor. So. Neue Seite über Jay, den Verbündete. Stimmt, wir haben noch nie jemanden auf B irgendwie bekommen. Gehen wir mal an der dritte Seite bei Verbündeten. Hier können wir uns ja auch mal anschauen. ご馳走した紅茶を覚えていらっしゃいますか。ね。もちろんです。とても美味しい紅茶でしたから。実は最近あの茶葉を狙った盗賊が増えているようなのです。輸送経路を変えても無駄で被害も日に日に大きくなっています。そんな普段なら国で起こっている問題に私が手を出すことは。あ、ブラフはやっぱ、もう、ニュー、アン、カジュアル、クローツ、コン。 Die meisten Supports sind da sowieso im Somnia. Warum sind wir ja noch mal umgezogen?
教育の一環なのかもしれませんね。お兄様がいるとはいえ、私もフィレネの第一王女ですから。それでセリーヌはどう対処をするのですか？泥棒には、いたずらをして追い返す。伝承のように平和に行けば、どんなにいいことでしょうか。ですが、現実はそんなに甘くありません。セリーヌ、容赦はしません。フィレネの民を苦しめる者たちには、 Alles für den Tee. Alles für den Club. So. Nächster. 私めのような嘘つきに何かご用ですか？私もユナカに本音で話そうと思います。わかりました。ich wollte nur mit dir unterhalten. Wir sind übrigens in meinem Schlafzimmer. Was für ein Zufall. いつも感謝していますよ。仲間になってくれてありがとうございます。 Aber es schleicht sowieso hier in mein Schlafzimmer, von daher ist das wahrscheinlich nicht so was Besonderes. 一生懸命戦っています。 叱るわけありません。嘘をつかせてしまったのは、私があなたのことを何も知らないのが原因だと思います。これからはもっと話をしたいです。ユナカのことを教えていただけませんか？私めのこと。もちろん話したくなければ。新竜士たちと出会う前、私めは新天地を求め、あてもなく旅をしていました。 Ich war ein wandernder Samurai. Es gibt also zwei Ziele, womit man die Klasse wechseln kann. Sie kann dann bestimmt zu einem Samurai wechseln, ne? Oder Schwertmeister oder so. Wenn sie wie ein Samurai spricht. Weil auch Yuna kann, ne? Ich finde das so gut, dass die Supports so kurz sind. Ich finde das so gut. Vor allem im Freehouses hatte so viele Supports. Jeder hatte einen Support mit jedem und die sind alle so lang. Hier, eine Minute. Eine Minute. Durch. どうしたんです？まさか泣いて。あ、オッケー。泣いてない。でもちょっと落ち込んでるの。私一人前の大人だと思ってたけど、実際は見た目も中身も一人前には程遠い子供なのよ。だから zu sagen, dass man kein Kind ist, wenn man ein Kind ist, ist ironischerweise als Kindische, was man sagen könnte. Ich habe auch einen Charakter in Freehouses. Ist der fair? ありふれた贈り物かもしれません。 でも工芸品を使ったものなら、みんな色も印象も違って素敵な一点物になると思いますよ。アンナさんの故郷は確か工芸品が盛んですよね。それに紐をつけてネックレスにするんです。ダメですか？ああ、いい、それ。 Okay, cool. Nächstes, Temera. Ich habe versucht, den Charakteren Geschenke zu geben, die noch neu sind. Aber irgendwie waren ein paar gar nicht im Somnium am Umlaufen.
Ich habe, glaube ich, Diamant gesucht und so und ihren Bruder. Aber die waren irgendwie gar nicht am Rumlaufen im Sommer. Oder ich konnte gar nicht mit denen interagieren. Also ich glaube, einer mit denen hat mit Laute gespielt oder so. Den konnte ich nicht ansprechen. Ja, wir sind in der Wüste. Und dann sind beide gestorben. Wäre irgendwie voll witzig, wenn irgendwie das Bild einfach nur schwarz wird und einfach nur steht Game Over. So, Marin. Los geht's, du bist voll stark im Kampf. Ist der echt? Ich glaube nicht, dass ich einen ganzen Part mit nur Supports füllen kann. Und ich schlafe viel. Ich meine, die ganze Zeit. Da wird gesagt, das ist ein bisschen peinlich. Außerdem hat er nicht Buch gesagt. Ein Buch bedeutet Hon. Okay. Toilette. So, da bin ich mal gespannt. Sie sehen interessant aus. Ja. Ich habe mir letztens bei ihre Werte angesehen. Sie hat irgendwie 28 Stärke. Voll brutal. Kunstform der gepflegten Prügelei. Okay. So, ah, endlich mal ein Typ. Ganz halt nur Frauen oder Mädchen. Bin schon gewundert. Ich
Bitte pack meine Augen nicht in einen Eintopf. Ach, wegen Blau und Rot. Eine Stimme klingt irgendwie größenwahnsinnig. Der Typ klingt, als hätte er irgendwie Leichen im Keller versteckt. Immerhin sie führen mag. Okay, Salkov, was geht ab? Schon jemanden ermordet? ロウを溶かしてキャンドルを作っているところです。すごいですね。キャンドル作りが趣味なんですか？趣味というと聞こえがいいですが、まあ暇つぶしですね。暇つぶし？人生は死ぬまでの暇つぶしなんていう人がいますが、俺はその考え方に 賛成です。ゼルコバは哲学的な人なんですね。話すことも。マックス・ロイテツ・トゥ。そんなことないですよ。確かに俺は意味深なものの言い方をします。でも全く意味がありません。これも暇つぶしの一つ。意味など何もない自己満足なのです。 何ですか。そんなにキラキラとした目で俺を見て。なんかすごく興味深いのです。私とは感性が違うというか、私が知らないものをたくさん知ってそうな気がして。変わった。今俺ganze Zeit am Schlafen gewesen。wahrscheinlich Stroh um。面白いところに。お連れしましょう。面白いところ？ええ。Mein Keller. Ich kenne da jemanden. Ich habe vielleicht schon mit ihm geredet. So, und wandern nur noch. Und ja, ich wollte Diamant und Fogado und Co. auch noch Geschenke geben, aber die habe ich nicht gefunden. Und dann sind wir irgendwann die Geschenke ausgegangen, ne? Da Wander als Haus. Verstehst du's? Jetzt war es, als müsste ich doch gleich ins DLC reingehen. Shinryu-sama, ja, du bist einer dieser Charaktere. Überfürsorgliche Wächter. Also jede weiterentwickelte Einheit in Fire Emblem, die man am Anfang an hat. Ich weiß schon jetzt, wohin diese Support-Konversationen führen. Jetzt ist es noch okay, spätestens im B-Support ist er genervt über die Fürsorglichkeit von Wanda. Im letzten Support geht es darum, hör mal, ich brauche dich nicht. Ich bin eigenständig, ein erwachsener Mann und so, ne? So laufen diese Supports immer ab. Ja, mit diesen fürsorglichen
Wächtercharakteren. So, dann haben wir Lapis und Zitrin. Ich glaube, die habe ich alle bekommen durch hier so im Stall, Obstgarten und Schwimmen und all sowas, ne? Also, war es mal bei einer halben Stunde ungefähr. Sie ist auch nicht Zitrin in Japanisch. Also, ja, ist Lapis. ブトカイでのステップを思い出していただけよ。嘘が下手。隠してモニターしよう。ひそかに特訓してたのね。ええ。認めるわ。こんな遅くまでやったら体を壊しちゃうわよ。もうゆっくり休んだ方がいいわ。ラピスはそれでいいわ。でも私はダメなの。 あなたが夜中に特訓なんかしなくてもいいけれど、でもでも私は違うわ。もっと強くならなきゃいけないの。シトリニカ、そんなことは。さあ、あなたは休んできてちょうだい。私ももう少し特訓したら休むから。でも、シトリニカ、シトリニカ、そんな、シトリニカ。 Storinika. Okay, und dann haben wir noch zwei. So, Etty und Alfred. これ何もございません。どうするもこうするもございませんわ。ロムシかございません。こちらの筋肉増強剤、カイオ。そうだね。これも強靭な肉体を得るためだものな。さようでございますわ。私が独自に調査をし、作り上げたものです。効果は確実かと。エティ、僕は嬉しいよ。こんな素敵なものを作ってくれるなんてね。ただ。 匂いは。そこは申し訳ありません。素材にあれやこれがたくさん入っていますので、どうにもなりませんでしたわ。というと、強靭な筋肉を持った者たち、聞き取り調査をし、その者たちの効果をすべて一緒に見せた。あ、すげえ、ちょっと、コーメ。しゃべった、めんげ、ムスクル、パッツ、グレーダー。良さげなものを、私のチョイスで調合してみました。 ちなみに味はどんな感じなのだろうか。全くもって不明ですわ。私はまだ飲んだことがございませんので。なんということだ。自分よりも僕を。すみません、トーダーアルフレッド。おまえ、ガッド。当然のことですわ。どうぞ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 。どう
Dieser Alfred. Spiel lacht Track ab. Ja, Bunet. Du warst, nee, du warst nicht, du warst von Fogado, warst du. Darf ich schon? Warum klingt er jedes Mal so sehr, als würde ein umbringen wollen? Darf ich dich um einen kleinen Schlecker bitten? その花の味が少し気になってしまいまして。花の味見をしてみたいと。失言です。どうかお忘れください。ボネは面白いな。構わないよ。装飾の衣装となった花を後日国から取り寄せよう。それなら味見をしてくれて構わない。恐れ入ります。しかしそれはそうと。 Wenn man die so alle nacheinander anguckt, die ganzen Supports, dann merkt man erst, was für Probleme die Leute haben. Nein, ich möchte deine Muskeln nicht schlecken. もし、ご興味がおありでしたら、私が料理を作ってみますが。本当かい？それはぜひお願いしたい。わかりました。花のお礼にできる限りのことをいたしましょう。材料を用意しなくてはならないので、少しお時間をいただきます。ああ、世話をかけてすまないが、よろしく頼む。 Bekommst so viele Blumen, wie du schlecken kannst. So, da war's, ne? Ja, cool. Da habe ich noch einige Bandgespräche. Ich habe nämlich mit einigen Charakteren hier eine Menge. Und zwar, ich gehe mal kurz hier rum, ne? Wie man sieht hier auf der rechten Seite, Verteidigung plus 2, ne? Verteidigung plus 2. Geschicklichkeit plus 2. Ich habe nämlich mit einigen Charakteren hier, weil ich habe so viele von diesen komischen Bandfragmenten, und da habe ich mir gedacht, ich gebe mal jeden Charakter hier mal entweder Verteidigung oder Geschicklichkeit. Ich habe mehr oder weniger alle Frontkämpfer Verteidigung gegeben, die genug Punkte hatten, also alle Charaktere, die halt, weil nicht halbwegs viel Verteidigung brauchen, zum Beispiel er, ja, damit er mir nicht hier so Stell ja drauf geht, ne? Und die bekommt man, wenn man Ike hochlevelt auf Level 5, ne? Und die habe ich einigen Charakteren gegeben, ne? Zum Beispiel ihr. Und das gleiche habe ich mit Lin gemacht, weil Lin gibt Geschicklichkeit plus 2. Und Geschicklichkeit plus 2 habe ich mehr oder weniger jeden Charakter, der so ein bisschen, weiß ich nicht, der jetzt nicht Verteidigung notwendig hat. Bei ihr zum Beispiel. Ihr Verteidigung, ihr habt 2 mehr Verteidigung zu geben bei 4 Verteidigung. Ist ein bisschen verschwenderisch, vor allem ist sie eine Magierin, deswegen werde ich sie so oder so nicht in weil nicht in Nahkampfreichweite bringen. Oder ihm hier. Da gebe ich lieber meinen Magiern hier Geschicklichkeit und so, ne? Und ja, dann habe ich mit einigen Charakteren gemacht, damit ich ein paar bessere Werte habe. Und hoffentlich sind wir dadurch ein bisschen besser gewappnet bei einigen Sachen. So, dann habe ich übrigens gemerkt, Schwertagilität ist eigentlich nicht so gut, weil eine Einheit erhält Ausweichen plus 10, das ist gut, und erleidet Crit minus 10. Was ich gedacht habe, ist, die Gegner machen mir dann minus 10 Crit Chancen, ne? Aber ne, hier Ausrüstungseffekt minus 7. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch
plus 3 Krit her bekomme, wahrscheinlich hierdurch. Nick, nee, dann weiß ich dich. Aber daher stammt das irgendwie hier. Er hatte zum Beispiel auch an sich 16, ne? Aber da ich Schwertagilität ausgerüstet habe, hat er minus 10 Krit. Da habe ich mich nämlich bei Lapis die ganze Zeit gewundert. Ich habe das erst bei ihr weggemacht, damit sie mehr Crit-Chancen hat mit ihrem Wodau. Es wäre dann auf 57. Aber ja, Ausweichen plus 10 ist nicht schlecht. Treffer und Ausweichen. Ne, hier Ausweichen ist auch nicht schlecht. Also ja, keine Ahnung. Aber das ist mir aufgefallen. Also diese ganzen Dinger, die irgendwie hier Waffen und so, bestimmte Waffen hier aufbauen, die sind gar nicht so gut. Was kacke ist. So. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Charakter auf Level 5 gemacht habe, habe ich natürlich hier die Konversation freigeschaltet und die Konversation wird immer automatisch schon abgespielt. Deswegen, ach, da muss ich zu meinem Zimmer zurück. Nein. Deswegen kann ich mir die nicht irgendwie aufbewahren und irgendwie während den Aufnahmen anschauen. Die werden schon direkt automatisch abgespielt. Und da finde ich ein bisschen doof, weil da muss ich mir die anschauen. Aber ich will die natürlich auch zeigen, ne? Weiß, muss ich nicht, ich will es aber. Und ja, mit Ike und mit Lin habe ich eine Menge von denen freigeschaltet. Gerne immer sehr schnell. Außerdem bin ich interessiert, über was die reden. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kriegen sonst nicht so viel raus aus den Charakteren, aus den Emblem-Charakteren. So. Oh, sieht sehr komisch aus hier mit roten Klamotten. So, so, ich habe mir die alle notiert. Ne, so, Temera hat auch mit Ike. Also alle Charaktere, die jetzt ein Bandlevel mit Ike hier haben, haben mehr oder weniger jetzt plus 2 Verteidigung. Hat er gerade gesagt, I owe you? Hört sich irgendwie an wie I owe you. So, dann habe ich hier Diamant. Diamant hat auch mit Ike trainiert. Und die Sache ist, man muss ja gegen Ike kämpfen, um dieses Gespräch freizuschalten. Ist egal, ob man gewinnt oder verliert, ne? Ich meine, Ike hat fast jeden fertig gemacht. Ich glaube, Alfred hat ihn besiegt, ich glaube, Butcher hat ihn besiegt und Amber. Aber sonst hat er jeden vollkommen fertig gemacht. So, Chloe. Für meine anderen Ringe wieder haben. Stimmt, Ike ist irgendwie der einzige Fire Emblem Charakter, der irgendwie nicht adelig ist, ne? Ich glaube, Mikaya auch, ne? Deswegen finde ich den Typen so cool. Er muss kein Prinz oder irgendwie sowas sein. Er ist einfach nur eine coole Sau. So, Alfred. Mein Gott. Wenn diese ganzen Konversationen so aneinander reiht. Irgendwie sieht er weniger buff aus als im 10. Teil. Finde ich. So, dann hat Anna noch Verteidigung. Ike müsste Anna ja eigentlich nicht kennen, ne? Sie ist vom Flohmarkt. Ich glaube, Anna kam gar nicht in Fire Emblem 9 und 10 vor. Da gab es irgendwie andere Händler, ne? Einer wenigen Teil, wo eine Version von Anna nicht vorkam.
Weil alle anderen müssten eigentlich Anna erkennen. So Marv zum Beispiel. Ich lese, das ist der, das ist das Geheimnis meiner Muskeln. Na, dann Emma habe ich. Jetzt brauche ich so viele Charaktere, ich muss sie jetzt immer erst suchen. Ey. Alpaka-Meister. Ja, hat er irgendwie so auf dem Rücken, ne? Und auf der Brust irgendwie so ein Zeichen. So, dann haben einige Charaktere mit Lin noch Konversation freigeschaltet. Zum Beispiel, wenn ich ihn finden würde, Clan. Damit die Geschicklichkeit bekommen. Das sollte uns eigentlich ein bisschen helfen in zukünftigen Kämpfen. Ich habe extra, ich glaube, ich habe mich irgendwie eine Stunde vorbereitet, irgendwie beim letzten Mal auf Screen. Ja, okay, so angeln und irgendwie, ja, also angeln und weiß nicht, die ganzen Gegenstände einsammeln und alles weiter, dauert sowieso immer so eine Zeit. So, Yonaka habe ich noch mehr Geschwindigkeit gegeben, damit sie noch besser ausweichen kann. Dann aber Citrine und Lin. Ich habe mir die ganzen Konversationen übrigens selber noch nicht angeschaut. Ich habe die immer direkt geskippt. Deswegen, ich sehe die auch immer zum ersten Mal, obwohl ich die eigentlich theoretisch zum zweiten Mal sehe. Übrigens nicht die Stimme, die ich erwartet hätte für Lin. Ich hätte ihre Stimme immer irgendwie ein bisschen so tiefer im mir vorgestellt. Sie kam jetzt zum ersten Mal in Game Boy Advance Spiel vor, da kannte man noch keine, da hatte man noch keine Sprachausgabe natürlich, ne? So, Celine, wo bist du hier? Ungefähr die Stimme. So eine Stimme hätte ich mir vorgestellt für Lin. Wenn ich mich irre, ist ja Lin auch eine Prinzessin, ne? Aber sie ist ja irgendwie auf den Ebenen aufgewachsen. Deswegen heißt sie ja irgendwie Mädchen der Ebenen. Und irgendwann haben die Leute herausgefunden, na, die ist ja wirklich eine Prinzessin, nur. Ohne es zu wissen. So. Sind wir doch schon bei 44 Minuten. Okay. So, essen muss ich ja auch noch. Und dann wollte ich mir noch eine Cutscene anschauen vor einem DLC, dass ich vielleicht mal tackeln werde, wenn ich das überhaupt machen werde. Ich muss ja irgendwie gucken, ob ich das irgendwie levelmäßig schaffe, ne? So, essen, ja. Also ja, das wird schon so, weil nicht zeitlich hinhauen, ne? Da haben wir zwar irgendwie nichts irgendwie erreicht, aber ist ja auch egal, muss ja nicht immer was, ne? Manchmal muss man auch kurz innehalten und irgendwie sich mit seinen Charakteren ja vertraut machen, ne? Glaube ich. So, wer ist ja am Kochen? Oh. Bullet. So, wenn du mir nicht ein S-Rang-Dingen jetzt gibst, ne, dann weiß ich auch nicht. So, mit wem habe ich noch keinen Support? Kagetsu, weil wir den noch nie platziert haben oder irgendwie hat gemacht haben.
noch irgendjemand, der irgendwie Dings hier hat? Noch nichts. Wäre am besten. Ihr beiden. Ja. So, Meeresfrüchtepfanne. Hatten wir eigentlich schon letztes Mal, aber was soll's. Ach, die sind nach Dingens eingeteilt hier, nach Regionen. Cool. Traditionelle Pizza, Meeresfrüchtepfanne. Habe ich genau noch übrig und alles bis auf Magie. Ja, warum nicht? Ja, kein Sättenfisch mehr. Damit du jetzt nicht ein S-Rang-Ding in dir raushaust, ne, dann weiß ich auch nicht. 食材の旨味を最大限に。よし、いいな。 Dieses Essen wird zum Sterben gut sein. どうぞ。心ゆくまでお楽しみください。 さてさて。 Ich vertrat mir heute bereits ausgiebig die Füße im Sommer. Womit hat sich Ivy so die Zeit vertrieben? Ein Tier, das ich vorhin beobachtet, ist aus einem heiteren Himmel verschwunden. Könnte es sich um einen Geist gehandelt haben? A+. Oh. Wenn man daran denkt, dass ich jetzt gleich in DLC reingehe, vielleicht nicht schlecht. A+. Ja, dann stecken wir hier noch mal ein paar Dinger ein. So, mehr oder weniger alle Punkte, die ich ausgegeben habe, schon wieder drin. Also ich glaube nicht alle, aber ja, schon eine Menge. So, dann sind wir fertig. So, und dann gehen wir heute nicht weiter in der Story, sondern ich hatte doch alles erledigt, nicht? Ich bin immer so paranoid. Okay, ich will ja nichts verpassen. Gut, dann gehen wir und geh da rein. Wir gehen zu den göttlichen Kapitel, und zwar will ich da in eins dieser Kapitel reingehen. Nämlich hier, das war ja das, was wir gemacht haben, ne? Das steht gar nicht mehr da. Aber ich meine, da stand irgendwie so was, so ungefähr 25 Runden, ne? Und das nehme ich mal, soll irgendwie die, so die Schwierigkeit angeben, ne? Dauert circa 25 Runden. Von daher nehme ich mal, das soll mir irgendwie sagen, hör mal, so schwer ist das hier, ne? Ich weiß übrigens auch noch nicht, was das hier ist, ne? Oh, egal, guck mal. Mal. Ich habe gesagt, für ich kriege irgendwie einen Graz Gegenstand oder irgendwie so was, wenn ich da einfach noch reingehe. Höhle des Berserkers. In der steht circa 15 Runden, ne? Also mein Gamer-Instinkt sagt mir, das hier ist einfacher als die anderen Kapitel, die alle circa 35 Runden. Oh nee. Vor allem das sagt mir dann sozusagen, hör mal, dieses hier ist nicht so schwer wie die anderen, ne? Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier mal rein, ne, und zu so gucken, was uns hier so erwartet. Solma Katze, die werde ich ja wohl auch irgendwie den Solm irgendwann aufnehmen können, ne? Aber kann ich ja nicht hochleveln. So, meine Charaktere sind ein bisschen stärker, ne? Ich werde wahrscheinlich sowieso hier. Okay. Sie hat noch Heilung. Wir haben noch einige Purativs. Ich werde wahrscheinlich beide Heiler mitnehmen. Ja, hier. So gut. Wir gehen jetzt hier rein und gucken, was hier uns erwartet. Und dann machen wir halt in der nächsten Folge, dann würde ich sagen. Ne? Lass mich mal kurz speichern. Und dann gucken wir mal, wer oder was uns hier erwartet. Obwohl ich vielleicht so einen Verdacht habe, wer das sein könnte, den wir hier treffen. Ah, gucken wir mal. Gut. Wir leveln natürlich nur die Charaktere, die jetzt unterlevelt sind hier. Und tun nicht die Charaktere, die schon stark genug sind, noch stärker machen. Der eigenwillige General. Ja, ich weiß definitiv, wer das ist. Hi, Teki. もちろんです。
Emblem der Stärke. Boom, Hector. Fire Emblem 7. Einer von drei Hauptcharakteren von Fire Emblem 7 zusammen mit Lin. Der dritte wäre Elliewood, Roys Vater. アイク4、アイク1、アイク2。俺もだぜ。ありがとうよ。やっぱ外で動けるのはいいな。それで俺を起こしたのはどうしてだ。何か理由があるんだろ。この世界は今戦の渦中にあります。私たちは平和を取り戻したい。世界をそこに生きる人々を守るため、あなたの力を借りたくやってきました。 いいじゃねえか。その目まっすぐで。なんだかあいつを思い出す。おいつ。ガシャテイガ。ハム7タイ。ナイ。ナイス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 。
Wir haben Level 19, Leute. Das sind Antidotes. Diese Level kommt mir ehrlich gesagt bekannt vor. Ich glaube, die ist ein Level aus Fire Emblem 7 nachempfunden sogar. Oh nein, da ist so hier, wo die kommen hier so Giftdinger raus, kommen hier so Giftstrahlen raus. Ja, ne? Ich glaube, da ist sogar das Kapitel, in dem man, wie heißt die Waffe? Armatz. Ja, indem man das Armatz bekommt, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, das ist die Waffe, das Level, wo man im Fire Emblem 7 die ultimative Waffe bekommt. Wir kriegen eine Menge Antidotes. Wir werden ja sehr oft vergiftet werden, ne? Na, vielleicht nicht, wenn wir irgendwie aufpassen. So. Fraktur. Gegner brechen kann. Was bedeutet brechen? Was bedeutet das? Gegner brechen? Mein Willen. Ich weiß nicht, was das ist. So, aber hier gibt es nur Antidotes anscheinend. Und ein paar Truhen habe ich da gesehen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich Hast machen. Na, jetzt sind 4 Truhen, hier ist auch noch eine. Je nachdem, wann hier jemand kommt, um sie zu klauen. Oh, da ist ein Dieb. Natürlich ist da ein Dieb. Das ist auch ein Dieb. Ich weiß nicht, ob die alle auf die Dings losgehen. Wenn er zum Beispiel sofort auf die Dings losgeht, dann wäre natürlich doof. Lass mich raten. Ich kann wieder nur 8 Leute mitnehmen. So, diesmal nehmen wir 2 Heiler mit. Ich habe das sehr dumpfe Gefühl, dass wir 2 Heiler brauchen werden. Ich kann schon mal die Vorbereitung hier machen, ne? Habe ich Illumnis, brauche ich nicht. Irgendwas, was ich habe, sogar was mit Gift heilen kann. Wohl Gift finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gefährlich hier in dem Spiel. Ich noch irgendwo andere Heilung. Was sagt mir, ich werde nicht mit diesen Heilungen auskommen. Gut, hier ist das, was ich okay hier mache. Ich mache Folgendes, okay? Ich gehe noch mal zurück auf Screen, hole mir ein paar Heilstäbe, weil ich das stumpfe Gefühl habe, wir werden nicht genug Heilstäbe haben für all das hier, vor allem wenn hier so viel Gegner und so viel Gift ist. Ich werde die Position und so was alles hier auf Screen alles erledigt haben und dann im nächsten Part gehen wir hier rein und machen Nektar fertig, ne? Klingt dann nach dem Plan, cool. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hattet, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.